EA Games. Challenge everything. THX Game. Hi, ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Hi. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Mache ich meistens. Need for Speed Underground 2. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem neuen Let's Play von mir. Wir spielen, ja, wie der Name schon sagt, Need for Speed Underground 2 mit Controller. Spielen wir das hier wunderschön. Wir können tun, das ist schon mal gut. Profilmanager, ich glaube, ich habe einen, ne? Warte, ich habe auch einen. Hab doch ein Profil. Soll das Profilpreis gespeichert werden? Natürlich. Ja, mach mal. Genau. Nee. Sehr schön. Gut. Ja, Leute. Wir legen los mit Underground 2. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe ja gesagt, bei Underground 1, fand Underground 1, hatte so ein bisschen das Gefühl, wie als wenn das so ein Prototyp für Underground 2 gewesen wäre. Weil Underground 2 soll ja alles krasser, cooler sein und so. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es wird, wie die zweite Geschichte wird. Ich weiß nicht, ob das eine Next-Fortsetzung ist. Ich glaube ja. Ich bin einfach gespannt und ich möchte mich hier nochmal bedanken für die ganzen, ja, Klicks und Likes bei Underground 1, für die ganzen Klicks. Vielen Dank dafür, für die ganze Unterstützung für das Projekt. Und wir gehen rein in die Karriere von Underground 2 und werden wieder Underground Champion zum zweiten Mal. Los geht es. Neue Karriere starten. Das möchte ich spielladen. Neue Karriere durch starten. Sechs Monate zuvor. Gefällst uns. In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Sag ich nein. Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her. Hallo? Hallo? Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern.
dachte, ein Neuanfang wäre dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück, wir sehen uns. Rachel, Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Danke, ja, willkommen. Hey, falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Yo, Rachel! Ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schicke dir die Location. Wir sehen uns. Okay. So wie die Zeit zu den Karrierestatus, um alle Informationen über die Gesamtleistungen und die optische Bewertung links warnt aufzurufen. Wenn du deinen Karrierestatus ansiehst, kannst du auch nach rechts füllen, um mehr bestimmte Anforderungen zu erfahren, die du erfüllen musst. Okay, gut. Eine Sache, bisschen leichter, bitte. Hat er jetzt gemacht? Nee, ne? Doch. Doch, ein bisschen. Ah, Menümusik. Genau, so. Okay, fahren wir dann zum ersten Punkt. Ich musste immer die Steuerung einstellen, weil es ja nicht... Ich habe vergessen, es ist ein altes Spiel. Ich bin auch ein Dulli, ne? Oh Gott. Hey Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück. Hey, Anfänger. Hab gehört, du machst in Rachels Kiste die Stadt unsicher. Willst du dir in einem Outrun ein paar Scheine verdienen? Sag einfach ja. Komm schon, keine Lust? Ja, doch immer. Klar doch. Genau, wir werden hier, Was soll ich denn jetzt im Rennen? Ich hab keine Ahnung. Okay, also wir haben erstmal eine Open World, das ist schon mal cool. Polizei glaube ich nicht. Aber ja, ich muss die Kontrollsteuerung erstmal einstellen, das habe ich total vergessen. Hoffentlich merkt sich das Spiel das. Weil, wer heißt das andere? Underground 1 hat sich das nie gemerkt. Das war so schrecklich. Ja, warum fahre ich jetzt? Oh, bitte. Dass ich jetzt lange fahre, bis ich mich verpisst habe. Oh ne. Ah ja, was weiß ich auch, Lunge. Oh ne, muss die ganze Zeit fahren. Oh Gott. Ich will normale Rennen machen. Oh. Ja, toll. Hier und verloren, ja und. Jetzt komme ich nicht raus. Joa, jetzt geht schon mal gut los. Darf da mal, ne? Hä? Keine Ahnung, wie das geht. Ja, muss ich den einholen? Okay, jetzt hol ich den ein. Wie geht das? Ah, wenn die Führung hat, bestimmt die Strecke, ne? Ja, ja, toll, ja. Es ist auch wichtig, was im Lied ich höre. Oh ja, was ist eine wichtige Information am Rennen? Interessant, wie weit ich weg entfernt bin. Gott. Alter, was sind hier für Verkehr, sag mal?
Ja. Ja. Fahr noch beschissener. Wow. Okay. Oh Gott, ich bin mir echt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, fahr 10 Minuten. Oh Gott, bin ich vorsichtig. Auf normal spiele. Ja, man kann den Schwierigkeitsgrad einstellen, aber lassen es auf Mittel jetzt. Nee, das reicht mir. Und so viele Rennspiele spiele ich in meinem Leben auch nicht, dass ich da so gut bin. Ich bin kein Rennsch. Ach, wie lange muss ich da? Was muss ich denn machen? Muss ich das? Hä? Ach, ernsthaft jetzt? Oh Gott, ja, dann das ist dann jetzt. Oh Gott. Vater, nichts. Meine Schwester. Danke für die Knete. Das nee. War's wohl mit Rachels Wagen. Sag ihr, sie soll mich anrufen, wenn sie mit dir fertig ist. Will sie noch mehr Geld verlieren? Doch dafür, dass sie in den kommenden Auto. Achso, ich hab Geld verloren deswegen. Ach nein. Huh? Nein, ich hab Geld verloren. Hat mir doch keiner gesagt. Ich wollte doch nur. Sprint, machen wir Sprint. Hä? Ja. Gott, wieder hart über. Alter, ich bin hart überfordert mit dem Spiel. Okay. Okay, Leute, das ist die erste Folge. Da darf man überfordert sein, das wird sich alles so einspielen. Ah, oh mein Gott, ich dachte, wir fahren so gemütlich rennen. Ach, scheiße, hab ich Geld verloren. Ich hab auch kein Geld. Hab ich Geld gehabt? Heute auf der 25 Konto. Gut. Ah ja, ich krieg kein Geld, ich krieg Konto. Sehr schön. Der 25 Konto, okay, darf ich jetzt nie wieder verlieren. Ich dachte eben, du Scheiße. Ah, okay. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Ach, du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Okay, hey Schätzchen. Ach, du bist gar nicht Rachel. Bist wohl das Weiche, dass ihr das bei ihr rumhängt. Wir fahren heute ein Sprintrennen. Wenn du mitmachen willst, drück die Kohle rüber. Schläge findest du auf der Karte, bist dabei. Ich hab gar kein Geld. 25, reicht das? Ich hab schon Geld. So, nochmal wieder, so haben wir trotzdem gefunden. Gut, Leute, wir geben jetzt hier alles. Mit. Hab ich auch Metro? Ich hab Metro, okay, cool. Ah, das füllt sich sogar wieder auf. Das ist ja noch geiler. Es füllt sich nicht wieder. Er hat sich immer aufgefüllt. Hä? Ach so, muss riskante Dinge machen, ne? Ah, okay. Okidoki, kriege ich hin. Ich bin richtig gut. Ich bin ein guter Autofahrer. Nee, aber ich meine es ja mit Controller. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Mir wurde das mit Controller empfohlen, damit ich alle Mülltonnen erwische. Und deswegen haben wir gedacht, na gut, wenn mir das schon empfohlen wird, mit Controller zu spielen, dann tue ich das. Ja, das war eine sehr gute Idee, Pirates. Das war erstklassig. Okay, ich verliere Punkte, wenn ich scheiße fahre. Alter. Ah, geil, dann mag ich ja wieder am Nitro nutzen. Denn im ersten Teil mochte ich Nitro nie nutzen, weil du das nie auffüllen konntest. Sehr gut. Sehr schön. Das ist immer ein sehr schönes Spiel. Jetzt schon wie gut. Also es ist super geil. Hat jeden Spaß. Sehr gespannt, wie das Projekt wird. Und ja, also wird bestimmt eine schöne Zeit. Ist auch jetzt nicht so lang, 16, 17 Stunden, also für uns Normallänge. Aber mir war eben so, ich dachte mir so, ich muss mir so langsam auch wieder neue Projekte überlegen. Und hatte mir echt gedacht, Mensch, das lief eigentlich richtig geil mit Underground 1, eigentlich lief das ganz geil. Und dann lassen wir aber mit dem zweiten jetzt weitermachen. Das macht ja Laune. Und dann kennen wir das Ende der Story. Ende der Story. Genau, sehr schön, gewonnen, easy. Wo geht das? Pirates wieder am Start. Justin, Frank und Bob haben gar keine Chance gegen mich. Rennchen, bist du? Oh. Gut. Ich weiß nicht. Explore-Modus? Ist der Explore-Modus? Was ist das? Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Kann den Language Manager vorlieben und der Spieler in Option des Power-Menüs einstellen. Nein! Ich werde an einem Wagen hier nicht rumbasteln. Du kannst das Handling deines Wagens ändern, indem du die Stabilitätskontrolle abschaltest. Dadurch bekommst du die Möglichkeit, durch Kurven zu sliden und die Einstellung. Nö. Okay, das ist die Weltkarte. Ja, weiß ich.
Nee, ich stell das Auto hier nicht um. Ja, irre. Autohändler. Oder dem Autohändler. Was soll ich denn beim Autohändler? Übrigens habe ich auch eingestellt, das kann man hier einstellen. Spieler, was Spieler? Ich weiß nicht mehr. Gameplay. Automatisch speichern. Gibt es auch irgendwie was anderes? Das ist ein paar Aufforderungen, aber ich muss nicht mal aufgefordert werden zu speichern. Das kann das Spiel auch selber machen. Ich meine, wir spielen auf Mittel, das sind nur Rennfahren, da kann ich nichts kaputt machen. Hä? Da. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Halt mal den Ball flach, Kumpel. Nur weil du in Rachels Auto rumfährst, heißt das gar nichts. Wirf deine Kohle rüber und tritt an. Keine Gnade. Wir sehen uns an der Ziellinie. Ist ja gut, Junge, beruhig dich. Kleiner, du kommst hier in Rachels Kiste an und lässt den Helden raushängen? Du brauchst schon mehr eine geile Karre, um dich hier zu behaupten. Zück die Kohle und los geht's. Zwei Runden, die Strecke. Komm gleich auf deine Karte. Und bleib auf deine Karte. Okay. Aber ich weiß, im ersten Teil war es genauso. Der Anfang war easy. Und dann am Ende wurde man übelst durchgeballert hier, weggeballert. Deswegen schön die Kirche im Dorf lassen. Ich hab Nitro. Nitro von Win. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Muss ich da mal. Ne? Muss da mal durch. Ist für einen guten Zweck. Tut mir leid. Ich fahr für einen guten Zweck. So, los geht's. Los geht es. Aber ich darf doch mal, ne? Fahren wir kurz, ne? Hallöchen. Ja, ich muss schnell zum Termin. Fahren wir kurz schneller. Aber sehr schön. Also sie haben sehr viel von Underground 1 übernommen. Man merkt auch schon. Ich glaube im Prinzip passt so, ne? Aber jetzt ein bisschen. Also, jetzt sehe ich ja kein Musikding. Allein auch wegen YouTube zu laut und dass sie dann die ganzen sozusagen so als Stimmung ist immer cool oder es ist auch mal blöd gegen Musik anzureden. Das auch. Weil gegen Musik anreden ist immer doof, gegen Effekte ist okay, aber gegen Musik ist irgendwie so ein bisschen doof. Hey, wie viel Nitro kann ich nehmen? Rachel ist ja die mit einem geilen Schlitten. Für unsere Rachel. Fuck. Aber dass sie uns einfach rausgekickt hat, ne? Aber wir werden uns einfach zurückkämpfen, Leute. Wir kämpfen uns zurück. Ich lasse mir das hier nicht bieten. Bayview, geil. Oh Gott. Immer geht das schief, egal. Ja, das war im ersten Teil irgendwie ja genauso. Der normale war leicht und das andere Ding, aber ich habe es einfach, das Spiel hat es aber auch standardmäßig auf Mittel gestellt. Insofern gehe ich auch davon aus, dass das Spiel ein bisschen darauf ausgelegt ist. Also, ja. Ich bin einfach kein Rennspieler. Also, ich spiele die gerne, aber es ist kein Genre, das sieht man ja auf meinem Kanal, dass jetzt irgendwie, der holt aber ganz schön auf, du. Der Junge holt auf. Der hat aufgeholt. Noch nicht so gefährlich. Ich glaube, nochmal reicht. Ich kann Auto fahren. Ich kann schon Rennen fahren. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptgenre, ne? Ich bin meistens ein Story-Gamer. Na, bis jetzt so. Aber man merkt aber auch, ich komme mit allem irgendwie zurecht. Ne? Ich meine, fuck! Entschuldigung. Scheiße! Na durch. Wie ein Gegenverkehr kommen, das ist ja alles vorbei. Aber hält sich ja schon mal viel angenehmer spielen als der erste Teil. Es macht auch ein bisschen mehr Laune. Ja, im ersten Teil war es halt so, dass nur die Rennen gefahren, die ganze Zeit. Das war irgendwie ein bisschen einöde. Da habe ich sogar schon mal nachgefragt, ob man immer die gleichen Rennen, fährt immer die gleichen Strecken. Das war allerdings nicht so. Es war eine also ich habe es einfach fehlinterpretiert auf dem Gefühl her. Aber es hat dennoch ein bisschen auf Dauer, ein bisschen, öde. Ich will mein Auto und zwar jetzt. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich. Und dann fährst du erst wieder Rennen, wenn ich es sage.
Jetzt komm schon her. Hör mal auf, Sir, wenn du nicht sofort hier aufhörst, gibt's Ärger, dann fährst du erst wieder rennen. Moment mal, das, was du mir... Du schickst mir als SMS das, was du mir sagst? Ja, das mache ich auch immer so. Hopp. Also das mache ich halt auch immer so. Ich schicke Leuten per Wortlaut auch immer per SMS, was ich mir am Telefon sage. Ja, das ist Rachel. Sehr interessant. Interessante Frau. Interessante Frau, interessante Herangehensweise. Nein, war jetzt kein Outdoor-Rennen, muss man auch mal abgeben. Ach so, ich dachte, das war halt Verhalten. Ich dachte, das wäre so wie so ein Vorbesteller-Bonus. Ja. Na, habe ich mich getäuscht. Na gut, dann kürzt es wieder. Dann nimm deine scheiß Karre, die war eh kacke. Nein, war schon lieb. Aber, ne, ich dachte, ich darf noch ein bisschen länger parken, mein Lieb. Kann auch rennen. Du hast kein Geld. Ja, ich möchte das auch nicht abgeben, aber ich bin hier gezwungen. Na endlich, wo bist du mit meinem Wagen gewesen, ha? Wenn da auch nur ein Kratzer dran ist. Ab. Sam sagt, du kannst fahren. Mag ja sein, aber nicht mit meinem Wagen. Nutz deine Kohle für einen Fahrbahnuntersatz. Ich ruf dich später an. Alter, 425, was soll ich denn damit fahren? Fahrrad? Kann ich rein? Hey, es gibt gute Neuigkeiten. Das Geld vom Unfall ist da. Samantha hat's mir überwiesen. Kannst dir einen neuen Wagen dafür aussuchen. Wir sehen uns nachher. Ah. Toyota? Nissan, Peugeot, Opel, Corsa, Peugeot, Nissan, Toyota, Ford Focus, Peugeot. Ja. Peugeot gefällt. Nur den hier? Das ist der Beste, ne? Eine Höchstgeschwindigkeit her? Ja, nehmen Ford Focus. Ich muss hier immer den Fokus behalten, ne? Entschuldigung. Schwing dich in deinen Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leer gefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Was ist das denn? Ich hab Geld bekommen. Schwing. Ja, achso, ja. Mädel, du redest mit mir, ne? Ich bin der Sprache mächtig, dass ich verstehe, wenn man mit mir normal spricht. Da brauchst du nicht extra. Was ist denn hier keiner Linder drin? Was soll das? Scheiß Ford Focus, da keiner Linder drin. Achso, aber hier krieg ich noch Autos, ne? Willkommen im Showroom. Aluminium und Stahl können nicht besser verarbeitet werden. Such dir einen stylischen fahrbaren Untersatz aus. Hab ich doch. Ford Focus. Gut, dann würde ich sagen, dann passt es aber auch für die Folge, oder? Dann passt es doch, oder? Oder nicht? Doch, es passt für die Folge. Was soll denn das mit der Linderbildung die ganze Zeit? Willst du online, oder was? Ich bin nicht online. Nee, warte, jetzt ist sie wieder weg. Nee, warte, jetzt kommt immer dann, wenn der Pfeil weg ist, kann das sein? Okay, das ist das Navi gemeint. Okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Morgen. Wann kommt denn das Let's Play immer? 17 Uhr. 17 Uhr, ich weiß, dass es dort frei ist. Der 17 Uhr Slot ist es. Ich hätte mir vorher überlegen sollen. Sorry, 17 Uhr Slot.
Morgen geht's weiter. Schaltet wieder ein bei der nächsten Ausgabe von Need for Speed Underground 2. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich freue mich, mit euch hier durch Bayview zu cruisen. Mit dem Ford Focus. Verliert nie euren Focus und euren Ford nicht, weil dort ist er Ford und dann ist auch der Focus Ford und das ist beides doof. Deswegen, und da habe ich den Wagen gewählt. Nein, an den habe ich nicht deswegen gewählt, aber es ist, zieht sich gerade an. Und wer mich kennt, ich mache alles Sachwitze. Nee, ich stelle mich jetzt prinzipiell so hin, damit du ja nicht durchkommst, du Stück Scheiße. So, bis dann, haut rein. Tschüssi.